Und damit ganz herzlich willkommen eine Woche später zum Teil 2 des Trade-Ups. Ja, wir haben noch 10 Airlocks übrig und die werden wir heute in einem Trade-Up verwenden. Letzte Woche lief es ja recht gut, ja, damit die AK bekommen. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Use in Trade-Up Contract. So. Proceed. Es hat ja letztes Mal recht gut geklappt, ja. Deshalb werden wir bitter dem Game sagen, was wir denn haben möchten. Wir möchten nämlich die AK Neon, ja. Müssen wir das hier wieder ausmalen, dass es auch weiß, ja, was wir denn gemeint haben. Da soll nämlich AK Neon stehen, ja. So, es wird wieder ziemlich schnell durchrasseln. Ja, was könnten wir denn noch hinmalen? Heute ist Tuesday, ja, ihr seht, ich nehme es am gleichen Tag auf. Bullshit! Ja, sage ich dazu hier, Steam lügt, ja. Und, ja, ich habe meinen Namen geändert und zwar möchte ich ja trotzdem weiterhin CSGO-Videos bringen, ja. Aber bei uns, also für mich ist einfach jetzt hier MM durch, gerade wegen dem hier, ja. 64 Shit, weil der 64 Tick ist einfach gestorben, ja, und das geht gar nicht. Also wir haben uns jetzt umentschieden auf Faceit und ja, da werden wir mal probieren. Klar, da kann man auch richtig gut geil auf die Fresse bekommen, aber wir wollen jetzt hier erstmal, ja, die 2. AK Neon Rider. Und ja, ich klicke einfach mal auf Submit Contract, ja. Das geht wieder ziemlich schnell durch, weil der Name so übelst klein ist, ja. Und, letzte Woche Glück gehabt, diese Woche nicht. Ah, scheiße, da haben wir Verlust gemacht. Da haben wir Verlust gemacht. Au, 22 Euro, au, die muss ich ganz, ganz schnell verkaufen. Ja, aber wir haben auf jeden Fall hier die Minimal Wear AK Neon Rider bekommen. Richtig geil. Ja. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.